Herzlich willkommen zu einem neuen Punkt von Marakat 8 Deluxe Deluxe oder was auch immer. Wir machen jetzt den Blumencup weiter. Immer noch mit Behu. Mal kurz anders hinsetzen. Ich bin jetzt gehst. Kompi starten natürlich. Natürlich. Marios Piste und ja. Oh, wieso gucke ich immer auf den Knopf? Das hört sich vielleicht an, als würde ich das mit Absicht machen. Vielleicht ist es auch so, aber. Weiß nicht so genau. So, ich hoffe, es läuft besser. Weil, ja. Ich habe zwar einen Goldpokal gehabt, aber das war. Eigentlich. Da hatte ich ja ein paar auch. Eigentlich ein Goldpokal, Melinda und Larry war das, glaube ich. Eigentlich würde ich die behalten. Ja, Turbo! Noch ganz knapp geschafft. Guck mal, jetzt habe ich doch. Oh nee, bitte. Oh, das war knapp. Ich hab gedacht, ich bleib jetzt hängen. Hatte ich ja. Ich wusste das eigentlich schon, aber anscheinend ja nicht. Ja, super. Ich bin doch selber ein Geist. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Achso, es gibt auch eine Schlauchsteuerung. Das habe ich vergessen. Es gibt eine Schlauchsteuerung für Anfänger. Die verhindert, runterzufallen. Es gibt sogar, wartet mal, das kann man hier ausschalten, falls einen nicht wissen. Einfach auf Plus drücken, dann auf L drücken, dann ist sie aus. Man kann sie anschalten und aus. Und was auch noch der Hammer ist, bei einer Autobeschleunigung kann man auch ein- und ausmachen. Einfach auf R drücken. Also, wenn man jetzt einfach nichts macht mehr. Ich mach gar nichts. Und der fährt einfach. Und das ist einfach so. Und deswegen, ja. Das ist irgendwie ein bisschen bescheuert, aber was soll man machen? Da hat man auch so ein komisches Ding da dran. Vor allem, die muss man ja automatisch auch noch ausschalten. Die ist einfach automatisch an. Wenn man das nicht weiß, ja, dann denkt man wahrscheinlich, ich bin voll gut, aber dann in so, zum Beispiel Turnieren oder so, dann tritt ihr da so an, da ist bestimmt keine Schlauchsteuerung, dann ist man voll schlecht, weil man überhaupt eine Schlauchsteuerung gemacht hat. Das ist ja bestimmt lustig. Hey, wenn man sich mal vorstellen würde, sowas gibt es bestimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass manche sowas. Ach, schon letzte Runde schon. Wusste ich gar nicht. Oh, jetzt muss es eigentlich nur noch so laufen. Dann ist die Welt doch perfekt. Toads Haarfeldstart. Die Hupe klingt auch voll lustig. Oh, scheiße, habe ich schon Superschall verpasst. Ah, nee, doch, ist noch. Zum Glück noch gerettet. 200 CCM? Dann kann man diese Abkürzung gar nicht nehmen, aber dann fällt man natürlich ins Wasser. Dann. Das finde ich auch witzig. Och nee. Das ist bestimmt von dir Knochenbusser gewesen. Bestimmt. Das kriegst du einmal auf die Fresse, Inkling Boy, und ich überhole dich jetzt, Knochenbusser. So ist das Leben. Also, och ne, jetzt kommt ein Stachel. Ich würde eigentlich sagen, ob sich das Spiel lohnt. Muss man eigentlich selbst entscheiden, ob man sich das kauft, wenn man die Video-Version schon hat, dann weiß ich nicht. Wenn man Battle-Modus mag, dann vielleicht, dann kann man sich das vielleicht kaufen. Aber wenn man diesen Battle-Modus spielen möchte, aber 60 Euro ist das jetzt irgendwie das Geld nicht wert.
Wenn ihr das irgendwo mal so billig seht, 40 Euro oder so, dann könnte man sich das ja überlegen. Aber 60 Euro ist ein bisschen viel für sowas eigentlich. Dafür hätte ich höchstens 40 verlangt. Na gut, ist ja trotzdem eigentlich ein cooles Spiel. Auf jeden Fall sein Geld wert, wenn man die Wii U-Version noch nicht hat. Oh mein Gott. Aber eine Switch hat, dann sollte man sich das unbedingt kaufen. Weil das ist das Geld wert. Aber wenn man, wenn man die Wii U-Version schon hat, dann muss man sich wirklich überlegen, ob man sich das kaufen möchte. Oh. Es war noch bei der Wii U auch nicht so heftig. Da war auch noch so ein ganz kleiner Kleck, da konnte man eigentlich noch gut sehen. Aber hier. Ey, wenn man das so im Handheld-Modus spielt, ist das ja von dem Bildschirm bedeckt. Also, wenn das jetzt wirklich noch so viel ist. Also, ich habe ein bisschen mal im Tabletop-Modus gespielt. Das sieht unfassbar geil aus auf dem. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Bleibt flüssig und sieht einfach geil aus auf darauf. Auf dem Fernseher sieht es geil aus, aber da, oh, das ist auch cool aus. Scheiße, hab grad nicht aufgepasst. Muss nur kurz was gucken. Auf dem PC-Kurs. Mal gucken, wie das aussieht. Oh mein Gott. Das war knapp. Was soll ich denn mit Bananen? Ich mag Bananen nicht. Rote Panzer, damit kann ich immer schön euch abschießen und die zielen sogar. Aber wenn sie irgendwo gegen die Wand knallen, dann sind sie scheiße. Große Wuselvilla. Drittes Rennen. Oh nee, oder? So früh oder noch? Nein, ich gegen Banane fahren. Oh mein Gott, das ist ja gerade total scheiße, was ich mache. Oh nee, die wollte ich haben. Was kann die doch? Komm, treff ihn doch. Wieso kann ich denn nicht zielen? Ja! Ey, ich bin noch nie hier unten lang gefahren. Aber wirklich noch nie. Ich bin immer da oben. Ist ja auch cool. So, jetzt bin ich Erster. Das gefällt mir doch so viel besser. Als auf dem zweiten, dritten, vierten, fünften, letzten. Sogar welche getroffen. Oh, was hat der denn jetzt für Probleme in King Boy? Hau doch mal ab. Nein, das war doof, ich weiß. Haha, der war selber dumm. Der war jetzt irgendwie selber ein bisschen doof. Ich werde eigentlich sonst dann mit Metal Mario spielen. Obwohl. Nee, mit Metal Mario habe ich sonst immer gespielt, aber was Neues. Mit Boo werde ich jetzt auch nicht immer spielen, sondern ich glaube mal mit dem Inkling Boy, mit dem Inkling Girl, eins von beiden. Oder ich weiß es noch nicht. Eigentlich wollte ich hier online nur spielen, aber das funktioniert ja nicht. Und dafür sollte man dann irgendwann mal Geld bezahlen. Das ist schon scheiße, Nintendo, aber. Naja, mal gucken, hoffentlich. Vielleicht verbessern die das noch oder so. Ich habe gedacht, der Stachel kommt wieder, aber habe ich mich wohl verhört. Ja, es war einfach so ein Geräusch und was anderes. Es ging im Kopf vor, als würde diese Runde schon 5 Stunden gehen. Ja, mindestens 5 Minuten, weil das irgendwie scheiße ist. Aber ich bin erst der Platz.
Also hier läuft es anscheinend besser als im letzten Part, im letzten Cup. Wow, wow. Oh, Lemmy, der ist ja voll eine arme Sau. Der letzten Platz, 7 Punkte. Knochen trocken, ja, ist auch nicht so gut. Lemmy, der ist auch abgesunken. Was ist mit Melinda? Die ist gar nicht dabei. Nee, die ist gar nicht dabei. Der Melinda. Ist mir eigentlich auch egal. Oh, nee, warum? Keine Ahnung. Wenn sowas kommt, dann sag ich dann einfach irgendwo erstmal hin. Damit ich nirgends so aufgucke. Aber ich bin halt so gewohnt, dass ich immer das wegklicke, weil es mich eigentlich auch ankotzt. Ich hab gedacht, der schießt jetzt seine Rote auf mich. Aber so schlau sind die anscheinend ja gar nicht. Na gut, aber jetzt, aber viel zu spät, aber eigene Dummheit. Ach, eigentlich fahre ich ja wieder um, weil ich eigentlich immer auf dem Rasen lande. Aber jetzt anscheinend nicht. War das jetzt? Ist das letzte Rennen? Ich glaube schon. Ganz toll. Oh, was soll das denn jetzt gewesen? So geht sowas überhaupt? Nee, was willst du denn jetzt? Zum Schuhe-Knochenbruder. Das ist mein Platz hier. Das ist meine Gegend, nicht die Straße. Wasserfall oder Scheiße. Das war doof. Oh, das war ja richtig doof. Ach, bitte nein. Ich will doch meine 3 Sterne noch haben. Wie, du schmeißt das noch zu mir. Bam. Nein. Nein. Warum noch auf die Banane? Die roten Panzer sind so dumm. Na gut, ich glaube, ich wäre selber in die Banane gefahren und dann sehe ich für mich eigentlich auch noch schlechter aus. Aber jetzt bin ich ja wieder auf dem ersten Platz. Hoffentlich es geschieht jetzt nichts. Ist so eine Scheiße, dann bin ich doch froh. Ja, super. Ja, komm. Am besten noch in der Luft. Ja. Kommt noch ein roter Panzer hinterher. Bin ich bereit dafür? Ich bin für alles. Nein, hau ab, Knochenlos. Das ist mein Platz. So schnell ausschalten. Okay, jetzt ist doch jetzt okay. Ich habe gewonnen. Ich habe 3 Sterne. Ich bin so gut. Hab nie gedacht, ich in einem 150er. 150 3 Sterne kriegen, habe ich nur nicht nie dran gedacht. Tja, die anderen beiden sind ja voll schlecht und ich bin so gut. So, das überspringe ich jetzt hoffentlich erstmal nicht. So habe ich den fertig gemacht. Ja, überall erster Platz, das muss man sich mal geben. Das ist doch mega. Das ist für manche schaffen das zwar einfach gleich, aber eigentlich ist das auch Glückssache, dass man es gewinnt. 3 Sterne und ich habe ein neues Fahrzeugteil freigeschaltet. Hoffentlich ist das Rennbike. Man hat mich am Arsch, weil ich will das eigentlich haben. Ich habe die ganze Zeit Münzen gesammelt, aber das war die ganze Zeit nicht dabei. Mal gucken, was es ist. Und es ist das. Aua. Wieso denn so eine Scheiße? Habe ich noch was freigeschaltet? Nö.
Auf jeden Fall, das war's dann erstmal. Hat euch gefallen und ja. Nächsten Part machen wir. Schenker war das, glaube ich. Ja. Ciao!